Hey Leute, hier sind Sarah und DJ Herzbeat. Ihr seht uns bei Schlagfertig. Pasta oder Pizza? Pizza. Pasta. Am Weekend Clubbing oder Netflix? Ich war schon so lange nicht mehr im Club, glaube ich. Clubbing. Das letzte Mal, als wir das Video gedreht haben. Stimmt, schon ein bisschen, ja. Neonlicht oder Strobo? Neonlicht. Oh, Neonlicht auf jeden Fall. Was habt ihr dieses Jahr noch vor? Dieses Jahr, also ich habe schon noch einiges vor. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wir lassen uns mal überraschen, was noch kommt. Und ganz viel Reisen. Currywurst oder Döner? Döner. Ja, für mich als Berliner auch Döner. Man sollte eigentlich sagen Currywurst, aber Döner. Kölner Karneval oder Karneval der Kulturen? Karneval der Kulturen. Ja, ich mag auch. Also ich bin zwar Kölnerin, man könnte meinen, kölsches Mädchen liebt den Karneval. Aber nee, irgendwie ist es an mir vorbei. Aftershow oder Hotel? Hotel. Aftershow. Ich bin eine richtige Oma. Ist okay. Ich gleiche das wieder aus. Ja. Wenn du auflegst, was ist der meistgewünschte Song? Oh, Helene Fischer. Tatsächlich ist es so, ja, geht immer atemlos klar. Was war dein peinlichster Bühnenmoment? Ich hatte, glaube ich, schon einige peinliche Bühnenmomente, aber die sind so peinlich, dass ich sie nicht erzählen kann. Nee, aber ganz kurz, weil jetzt fällt es mir gerade ein, das Peinlichste, was auf der Bühne passieren kann, ist, weil man trinkt ja auch viel zwischendurch, zwischen den Songs, wenn man dann aufstoßen muss. Dann wird's cool. Was war dein peinlichster DJ-Moment? Ich stehe immer nicht so drauf, wenn die Technik ausfällt und alle gucken einen dann so an und du stehst dann da so, hallo. Welchen Song legst du nicht mehr auf? Puh, oh, das ist schwer. Boah, da gibt's echt gar keinen speziellen, weil wenn sich die Leute das wünschen, das bediene ich dann schon ganz gerne mal. Fühlst du so wie Sarah? Klar. Hürth oder Ehrenfeld? Hürth. Da bin ich, das ist so, ich bin in Köln geboren, aber in Hürth aufgewachsen, deswegen, es ist so, ja. Kreuzberg oder Prenzlauer Berg? Prenzlauer Berg. Vinyl oder MP3? Vinyl. High Heels oder Sneaker? Sneaker. Erste FC oder Fortuna Köln? Ja, jetzt kann ich ja auch nicht beides sagen, aber ich gucke auch überhaupt keinen Fußball. Hertha oder Union? Weder noch. Kein Fußball. Dancing on Ice oder DSDS? Boah, das ist schwer. Also in meinem Herzen ist ja die Musik und der Gesang, aber ich muss auch ehrlich gestehen, Dancing on Ice ist auch hier drin. Was war deine schmerzhafteste Erfahrung bei Dancing on Ice? Der schmerzhafteste Moment bei Dancing on Ice war auf jeden Fall der Muskelfaserriss, aber auch den habe ich überlebt. Also ich meine, wir Frauen kriegen Kinder, dann schaffen wir den Rest auch. Wie viele Follower hast du zurzeit auf Instagram? Ich glaube, ich habe jetzt 1,1 oder 1,2 Millionen schon. Bin richtig stolz. Wenn Alessio einmal groß ist, wird er? Wenn Alessio einmal groß ist, wird er auf jeden Fall ganz viel von Papa und Mama. Was daraus wird, Tänzer, Sänger, mal sehen. Was ist für dich einzigartig schön? Einzigartig schön kann sehr, sehr vieles sein. Vor allen Dingen auch von innen und alle Frauen auf dieser Welt. Und auch die Männer. Danke. Frauen aber ein bisschen mehr. Werden wir dich in Zukunft öfter auf der Schlagerbühne sehen? Das weiß ich nicht. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich probiere mich da einfach ein bisschen aus und ja, freue mich aber auf jeden Fall jetzt auf Silbereisen. Mit dir zusammen. Yes! Und das war's von uns bei Schlagfertig.